Maisach-Video on Tour, heute hier vom Neutorplatz. 100 Jahre SPD. Wir berichten von der Demonstration und von den Feierlichkeiten von 100 Jahre SPD-Ortsverein in Breisach. Die Demonstration wurde nachgestellt wie vor 100 Jahren. Und ja, im Moment hört ihr den Bürgermeister und dem hören wir jetzt auch noch mal zu. Ich darf das auch frank und frei gestehen. Die SPD hat in den 100 Jahren ja, ich glaube, immer die zweitstärkste Fraktion gestellt. Sie sind die älteste sowieso in unserer Stadt. Und sie hatten ganz maßgebliche Multiplikatoren, die am Gelingen unserer schönen Stadt, so wie ich finde, und die maßgeblich mitgestaltet haben. Ob das der Bürgermeister war, der Josef Bug, der bis 62 Verantwortung getragen hat, aber auch in ihren Reihen waren immer ganz maßgebliche und einflussreiche Gemeinderäte. Der Rudolf Schilling hat maßgeblich mitgestaltet in unserer Stadt. Der Lothar Menges hat maßgeblich mitgestaltet in unserer Stadt. Und ich bin dankbar, dass es die SPD gibt und dass wir uns... Schau mal, das ist... Die Akteure Claudia Collet, Gustav Rosa und Gerd Olegschläger stimmten die Interessierten auf der Straße und die mitlaufenden Demonstranten auf die Zeit von vor 100 Jahren ein. 1919 haben wir Frauen das Frauenwahlrecht erkämpft. Das waren noch Zeiten, als die Männer noch das Sagen hatten. Aha, vorbei ist die Männerherrschaft in der Stadt. 1919 sind wir 172 Mitglieder unterwegs gewesen und haben das sozialdemokratische Gedankengut nach Breisach in die Stadt getragen. Und ihr alle, was habt ihr gemacht in den letzten 100 Jahren? Erzählt mal ein bisschen. Ha, liebe Ida, wir waren ganz schön emsig. Ein Jahrzehnt lang haben wir es zwar wirklich schwer gehabt, aber nach dem Krieg haben wir den Bürgermeister gestellt und ganz in eurem Sinne nach Europa geführt. Die Demonstration zog mit den Kandidaten der Gemeinderatswahl, begleitet durch den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gernrod Erler und Bürgermeister Oliver Rhein, weiter durch die Neutorstraße. Über den Marktplatz und Gutgesellentorplatz ging der Zug dann weiter zum Gemeindesaal der Evangelischen Kirche. Nach ausreichender Stärkung mit Kaffee und Kuchen, begleitet durch das aus aktuellen Filmen bekannte, aber bereits im Jahr 1906 komponierte italienische Protestlied Bella Ciao, begrüßte die zweite Vorsitzende des Ortsvereins, Claudia Collet, die Gäste. Und die Presse. Wir haben auch überparteilich alle Vereine Breisachs eingeladen und auch Ihnen und den Vertretern gilt ein ganz herzlicher Gruß. Ida Frank war Jüdin in Breisach und sie war die erste Gemeinderätin hier. Gerd Müller, Vorstand des Blauen Hauses, das ehemalige jüdische Gemeindehaus, eröffnete den Reigen der Redner und wies nochmal auf die erste Frau im Gemeinderat, Ida Frank, hin. Die seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts bestehende Verbindung der SPD nach Frankreich nahm Jost Mayen vom Ortsverband Markgräflerland in den Fokus seiner Grußworte. Die Kreisvorsitzende Birte Könnicke eröffnete den Reigen der politischen Gratulanten und wies auf eine einmalige Tatsache in der deutschen Politiklandschaft hin. Da sind wir die einzige Partei, die sowas feiern kann, das muss man auch mal sagen. Wir feiern dieses Jahr ja irgendwie viele 100-jährige Jubiläen, was doch ein Zeichen dafür ist, dass 1919 ein besonderes Jahr war. Auf dem roten Sofa stellte Claudia Collet gleich zu Beginn eine ketzerische Frage an den Emmendinger Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner. Brauchen wir die SPD heute überhaupt noch? Welche Errungenschaften kommen dir da vielleicht spontan in den Sinn? Also ohne jedes Jahr dieser 100 Jahre dabei gewesen zu sein, glaube ich, dass die SPD nicht nur in Breisach, sondern in Deutschland und in Europa wichtiger ist denn je. Ich glaube, nie war eine soziale Kraft, die auch sich um Umweltschutz und Sicherheit kümmert, so wichtig wie in diesen Tagen. Ich glaube, mit Musik und Gesang leitete die Moderatorin, unterstützt durch Alexandra Schächtele, zum nächsten Gast über. Hab Dank! Hab Dank! Hab Dank!
die Bundestagsabgeordnete und Gewerkschafterin Leni Breimeier nahm Bezug auf das auch seit 100 Jahren bestehende Frauenwahlrecht und die Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihren Grußworten des SPD-Bundesvorstandes. Also die erste Rede einer Frau in einem deutschen Parlament gehalten. Dann war die Wahl zur Nationalversammlung, wurden erstmals Frauen gewählt und konnten wählen. In bekannter, detailreicher, chronologischer Abfolge referierte der Breisacher Stadtarchivar Uwe Fahrer über den Ortsverein von der Gründung bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten und von der Ära des Breisacher SPD-Bürgermeisters Josef Bub. Gemeinsam mit ihrem 9-jährigen Sohn nahm die Europakandidatin Luisa Boos auf dem roten Sofa Platz. Zum Abschluss des offiziellen Teils der Jubiläumsveranstaltung befragte sie Claudia Collet zu dem, was Europa ausmacht und was wichtige Ziele für die SPD im europäischen Kontext sind. Und dann glaube ich, dass es wichtig ist, die Sozialdemokratie zu wählen, weil das soziale Europa baut sich nicht von alleine. Und wir haben viele Herausforderungen, zum Beispiel auch Bewältigung Klimawandel, wo wir eben die ökologische Seite, aber auch die soziale Seite miteinander verbinden müssen. Und das kann nur die Sozialdemokratie. Die Band Bauchgefühl sorgte für die musikalische Begleitung der gelungenen Jubiläumsfeier 100 Jahre SPD Breisach. Das war Breisach Video on Tour. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mike Bock.